Herzlich willkommen an unserer Schule, dem Gymnasium Engen. Wir sind hier am Gymnasium in Engen im oberen Hegau, ein Gymnasium im Aufbau. Wir sind jetzt in der Jahrgangsstufe 11, also Jahrgangsstufe 1 angekommen. Die Jahrgangsstufe 12 fehlt uns jetzt noch zum Vollausbau. Wir haben derzeit ca. 460 Schülerinnen und Schüler, ca. 35 Kolleginnen und Kollegen sind hier an der Schule tätig. Wir sind von Anfang an rhythmisiert gewesen, das heißt, wir unterrichten konsequent im 90-Minuten-Rhythmus, was vielleicht etwas anders ist bei uns. Es gibt keinen Schulgong mehr. Wir haben natürlich unsere Richtstundenzeiten, wo wir Unterricht beginnen oder auch beenden, aber im Wesentlichen beginnt doch der Lehrer seinen Unterricht und beendet ihn dann auch, wenn er fertig ist. In der Ganztageskonzeption war es uns wichtig, eine ganz lange Mittagspause zu verankern. Wenn Schülerinnen und Schüler nach der fünften Stunde um 12 Uhr fertig sind, dann geht der Unterricht um 14.15 Uhr weiter. Das heißt tatsächlich 2¼ Zeitstunden Mittagspause, um in Ruhe hier im Haus in der Mensa, die direkt angeschlossen ist, auch essen zu können, um Lernaufgaben, Hausaufgaben unter Lehrerbegleitung zu erledigen oder auch die ein oder andere AG oder Sportprogramm besuchen zu können. Im Hintergrund sehen wir ein freies Angebot in der Mittagspause, dass die Bewegungsmentoren, die an unserer Schule ausgebildet wurden, um solche Pausen anzuleiten, ein Spieleangebot starten. Dazu können Schüler spontan, freiwillig in ihre Mittagspause kommen, wenn sie verspüren, dass sie Bewegungsdrang haben und sich eben in der Gruppe mit Spaß am Spiel beteiligen wollen. Wir machen die bewegte Mittagspause, da können die Schüler in der bewegten Mittagspause zu uns kommen und dann haben sie, bieten wir verschiedene Spiele an und dann haben sie eine erfolgreiche Mittagspause und dafür haben extra solche T-Shirts, dass man uns erkennt, während sie spielen und dann leiten wir einfach die Spiele an. Das Schülermentorenprogramm ist jetzt ganz neu am Gymnasium Engen. Wir haben 12 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 11 ausgebildet, die jetzt die Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 unterstützen. In kleinen Lerngruppen bieten die eine Nachhilfe an von Schülern für Schülern. Da profitieren alle davon, sowohl die älteren Schüler als auch die jüngeren Schüler. Und das läuft bei uns im Ganztages zwischen 13.10 Uhr und 14.10 Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 80 Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot in diesem Jahr annehmen. Wir haben eine Mentorenausbildung gemacht, die ging 2 Tage und jetzt machen wir eben diese Phase, also da üben wir auch noch, also die Mentorenausbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das sind noch 15 Stunden, die wir praktisch machen müssen und dann ist die abgeschlossen. Diesen Bauwagen haben wir hier. Der wurde letztes Jahr aufgestellt, damit Schüler in der großen Pause oder auch in der Mittagspause kommen können, um sich mit Spielematerialien zu versorgen. Die geben hier einen Schülerausweis ab und bekommen Spielematerialien dafür. Das Ganze findet im Ganztag statt und das hier ist ein Baustein unserer bewegten Schule. Wichtig im Ganztageskonzept für unsere Schule war, dass wir sehr, sehr nah dran an den Schülerinnen und Schülern sind. Das heißt, dadurch, dass wir kein Lehrerzimmer mehr haben, sondern die Bürosituation, haben wir sehr, sehr enge Kontakte an die Schülerschaft. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen im Rahmen des Ganztagesprogramms für die Schüler eigentlich den ganzen Tag auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Konzept hier an der Schule sieht so aus, dass immer in diesem Lehrerzimmer die Klassenlehrer der nebenanliegenden Klassen sich befindet. Das heißt, wenn man mal kurz organisatorisch was klären muss oder die Schüler haben öfters mal Probleme oder irgendwelche Fragen, dann können sie direkt um die Ecke und bei uns klopfen. Das nehmen sie auch in der Regel häufig wahr. Gerade in der Mittagspause hat man öfters mal Besuch, wo man einfach auf kurzem Weg die Sachen besprechen oder klären kann. Lernaufgabenbetreuung bedeutet, dass wir von der 6. bis zur 8. Stunde hier diesen Raum aufhaben. Und es sind auch immer Kollegen da. Zu den Stoßzeiten, wenn sehr viele Schülerinnen und Schüler anwesend sind, auch mehrere Kollegen mit möglichst vielen verschiedenen Fächern. Und wir wollen, dass hier die Schüler aktiv unterstützt werden beim Erledigen ihrer Lernarbeit. Unser Ziel ist, hier in der Schule Ort und Zeit zur Verfügung zu stellen, dass die Schüler, wenn sie nachmittags Unterricht haben und in Lab gehen wollen, einen Großteil der Lernarbeit tatsächlich auch in der Schule, in der Schulzeit erledigen. Und das mit kompetenter Begleitung. Das Gymnasium Engen zeichnet sich vor allem für uns dadurch aus, dass wir ein sehr kleines Gymnasium sind und dadurch eine sehr familiäre Situation haben. Wir kennen unsere Schüler, die Schülerinnen und Schüler kennen uns, wir sind ganz nah dran. Eine sehr enge Kooperation auch mit den Erziehungsberechtigten, mit den Eltern, über den Schulträger, sodass es hier eine sehr gute Vernetzung innerhalb der Schule gibt. Das zeigt sich dann auch im Leitbild, dieser familiäre Gedanke. Der Schüler steht für uns im Mittelpunkt unserer Arbeit. Und das möchten wir auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, eine gute Schule ist für uns dann eine gute Schule, wenn Schüler mittags aus der Schule rausgehen und dann auch sagen können, verdammt war gut, dass ich heute da war. Musik